Liebe werdende Eltern, willkommen im Krankenhaus Mechernich zu unserer virtuellen Führung. Mein Name ist Sabrina Pützer. Ich bin Krankenschwester auf der Gynäkologie und der Geburtshilfe, mache dort die stellvertretende Bereichsleitung und überwiegend die Still- und Laktationsberatung. Wir sind ein babyfreundlich zertifiziertes Krankenhaus. Wir legen sehr viel Wert auf das Bonding, das heißt den unmittelbaren Haut-zu-Haut-Kontakt von Mutter und Kind. Das heißt, nach einer spontanen Geburt kriegen Sie Ihr Säugling direkt auf die Brust gelegt. Des Weiteren, genauso wie bei einem Kaiserschnitt, wenn das Kind geboren ist, werden Sie das auch zeitnah direkt bei Ihnen auf die Brust gelegt bekommen. Und auch wenn alles in Ordnung ist, Mutter und Kind gesund sind, werden Sie auch bonden zurück in den Kreißsaal verlegt. Das Bonden endet damit natürlich nicht, sondern geht bei uns auf der Station weiter. Während dem gesamten stationären Aufenthalt können Sie natürlich jederzeit weiter bonden und haben das Kind unmittelbar die ganze Zeit bei Ihnen auf der Brust, wie Ihnen das lieb ist. Dann führen wir ja das 24-Stunden-Rooming-In. Das heißt, dass Sie Ihr Kind 24 Stunden bei sich im Zimmer haben. Wenn Sie eine Untersuchung bekommen, dann wird das Kind natürlich mitgenommen und auch andersrum, wenn das Kind eine Untersuchung bekommt, dass Sie auch bei allem dabei sein sollen. Bei uns auf Station werden natürlich alle Mitarbeiter regelmäßig einmal im Jahr auf das Stillmanagement und alternative Ernährung des Säuglings geschult. Und wir arbeiten immer im engen Kontakt mit den gynäkologischen Ärzten sowie mit den Pädiatern zusammen. Falls Ihr Kind auf der Kinderintensiv liegen sollte, sind wir da auch immer im engen Kontakt mit den Kinderkrankenschwestern. Des Weiteren bieten wir im Haus unsere Hebammensprechstunde an. Die ist immer donnerstags von 9 bis 15.30 Uhr. Und da können Sie individuell Termine vereinbaren und dann alle Fragen und Probleme, die Sie haben, mit den Hebammen dort besprechen. Des Weiteren bieten wir in unserem Haus unsere Stillambulanz an. Da bin ich Ihre Ansprechpartnerin und ich arbeite eng zusammen mit der Oberärztin der Gynäkologie, falls es Probleme rund um die Brust gibt, und mit der Oberärztin der Kinderheilkunde, wenn es um Ihr Kind geht. Wir sind alle drei ausgebildete Still- und Laktationsberaterin. Die Sprechstunde ist für Sie kostenlos und doch besprechen wir mit Ihnen Themen rund um die Schwangerschaft und alles nach der Geburt, wie zum Beispiel das Thema Schwangerschaftsdiabetes mit der Kolostrumgewinnung, um einfach dem Kind nach der Geburt die Unterzuckerung vorzubeugen. Wenn Sie Probleme bei Milcheinschuss haben oder sogar eine Brustentzündung bei Ihnen besteht, melden Sie sich gerne. Wir besprechen das alles mit unserer Oberärztin in der Gynäkologie. Wenn Sie Schmerzen beim Stillen haben oder sogar wunde Brustwarzen, können Sie auf uns zukommen und da bieten wir Ihnen unter anderem die Lasertherapie an, um dem entgegenzuwirken. Des Weiteren besprechen wir dann mit unserer Oberärztin der Kinderheilkunde, wenn Ihr Kind ein verkürztes Zungenband hat oder die Brust verweigert, also einen Stillstreik macht. Dann haben wir alles an Erkrankungen rund um die Brust oder von Ihrem Kind, was wir mit Ihnen besprechen können. Und weitere Themen wie zum Beispiel die Beikosteinführung oder sogar das sanfte Abstillen besprechen wir mit Ihnen und noch ganz viele Themen. Aufgrund der Corona-Pandemie führen wir momentan unsere Stillinformationsabende als Livestream vor. Da gibt es Anmeldungen, die Sie dann im Anschluss vom Video oder auch auf unserer Homepage einsehen können. Alle weiteren Themen finden Sie in unserer Stillbroschüre auf unserer Homepage und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Wenn Sie denn noch weiter Fragen haben, dann können Sie sich gerne jederzeit telefonisch melden und ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute.